Hallihallo, der Marc von Telefin ist hier. Bei WSD, Julia. Hallo. Du warst schon da im Sommer oder wann? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr, da war noch kein Corona. Ja, genau. Da hatten wir es noch gut. Wir machen eine Bauchwerbe-Piercing, deswegen stehst du da so schön vor dem Spiegel. Und dann werden wir mal starten mit all seinen Vorbereitungen. Ich mache den Hut her und mich drücken. Hier ist doch. Genau. Und genau, bleiben wir mal irgendwie. Genau. Kannst du mir das? Sie ist am besten schauen. Schön. Ja, also nachstellen wir nicht. Weil ich das nur außer für mich. Was ist das? Ja, Gymnastik-Shark oder was? Gymshark. Ich habe noch was in Sportkorn, ist halt gemütlicher Jeans-Struktur dann drauf. Und deswegen. Das ist mal schlau. Ja? Vorbereitet. Ein Schlaubär bist du. So. Gut, das ist eh gut so. Dann mal gucken. Ja, also auch das ist recht, halt auch diesen haben recht viel Dampf, also bitte nicht als Harvest-Ersatz nehmen, also sowas auch bitte unter den Bauch tragen, ist immer besser. Aber natürlich viel besser als eine Jeans. So. So. Also wenn das infiziert, nimmt es einen an, setzt den Spiegel und steckt das Ganze. Du weißt, wie damals auch, Hände waschen, Hände desinfizieren vor der Hygienekarte, ist immer wichtig. Gerade Hygiene Nummer 1. Und bitte auch wieder dran denken, Dampf, Porzellan, Sauna, 3 Wochen verboten. Mhm. Ist jetzt eh das ganze Thema Lockdown eh wieder Thema. Wahrscheinlich wird man sich auch zu demnächst. Heute ist Freitag der 13. Also nichts Schlimmes passiert. Und wir vermuten, dass wir am Dienstag wieder einen harten Lockdown kriegen. 3 Wochen. Wenn da irgendwas ist, ich bin erreichbar via Facebook, Instagram oder E-Mail, also ich bin immer einfach meine Kunden gewesen. Bauer bin jetzt schön ist 6. Nee, erst nach 6 Wochen, dann 6 Wochen. Dann macht man sicherlich auch wieder zu Ende. Lassen wir mal starten. Macht du viel Sport? Ja, schon regelmäßig. Was denn so? Fitness oder? Ja. Kannst auch generell machen, die normalen Basics sind alles kein Problem, was du halt nicht. Soll das jetzt zu krasse Bauchübungen? Das sind die Bauchmuskeln und sowas nicht, weil das natürlich den Bauch kontrahiert und die Bauchdecke auch strafft, wenn man gewisse Yoga-Sachen macht. Okay. Alles, was die Bauchdecke strafft oder zu stark kontrahiert in beide Richtungen, ist immer nicht gut, weil da zu viel Spannung aufs Piercing kommt. Erst in 2 Wochen. Wobei das merkt man immer sehr selber sehr gut, wenn man das einfach macht, merkt man sofort, wie man Piercing zwingt oder sieht. Finde ich super, schau auf den Spiegel mal an. Mhm. Also, oberer Punkt. Ja. Und dann schön gerade durch. Okay. Perfekt eigentlich. Ist gut so? Sind wir jetzt mit der Stichkammerlänge? Ist für dich in der Mitte, ne? Passt. Ja. So, dann dreh ich mal zu mir. Dann sehen wir mal hier das Piercing. Oben, unten den Punkt. Das war's. Und wir sind startklar. So, jetzt haben wir noch was zu besprechen. Julia, willst du es mit oder ohne Glitzerstein? Mit. In weiß, in rosa oder hellblau? Weiß, oder? Ja, so in weiß. Und mit 2 Steinchen oder mit 1? Mit 2. Super, so. Was machst du noch wieder fürs Gefühl, wenn du was bist du? Nike ist vorwarten. Was tut er? Ich bin beim Spuso-Kundenservice. Was für ein Ding? Spuso. Ein Bild vom Anbieter. Gerne. Ich kenne das Humor, weil das mal Geld hat. Und für 3 Tage haben wir noch. Für 3 Tage ist es erst noch. Echt? Aber es gibt nur einen so lange wie die anderen. Ja, zu einer Woche, oder was? Ja, kommt mir so vor. Und wem gehört das? Sag jetzt nicht Spuso. Das kann ja sein. Wie bitte? Wem gehört das? Die Firma? Wem gehört die? Achso, Spuso? Was? Okay. Nein, ich dachte, dass da irgendjemand anders dahinter steckt. Sowas wie, was ihr. Achso, ist doch wieder da. Nein, steckt keiner dahinter. Sind Sie das, der Reiche? Ja. Echt? Ja. Okay. Was kostet so ein Telefon? So? Oder nur ein iPhone mit Tarif für Studenten? Also, naja, es gibt halt verschiedene Tarife eigentlich. Ja, aber so ab wann? So, geht 15,05 Euro oder 25? Was seid ihr so im Schnitt? Von bis. Ich muss ehrlich sagen, ich arbeite noch nicht so lange. Okay. Aber ihr seid eher günstiger aufgestellt, oder? Ja, schon. Also eher für Studenten, junge Leute und sowas, oder? Oh, also die Kunden sind sehr gemischt. Okay. Sehr, sehr gut gemischt. Aber es gibt schon immer sehr gute Angebote. Wo haben die entstanden? Wo sitzen die? In Wien? Oder? In Wien, im DC Tower. Aha. Wo haben das Bruder? Haben die ein Lokal oder machen die alles am Telefon? So Callcenter? Es gibt
es gibt schon einen Shop, also einen Standort, wo die Kunden eben persönlich hinkommen können. Okay. Aber heute natürlich auch. Nicht so viele wie die Mauer jetzt. So, nein, das nicht. Naja, spannend. Weil das ist bei dir Homeoffice wahrscheinlich, oder? Ja. Weil momentan darf man ja nicht. Oder sollte man für wenige möglich in die Arbeit gehen, ja? So, dann werden wir mal losgehen. Julia. Dann starten wir. Dass wir einfach locker liegen. Und die Schlechte ist kurz. Okay? Ja. Gut. Wie gesagt, so Sport zu Hause ist alles kein Problem. Wenn ich da fit machen will, ist kein Problem. So, bleiben wir locker. Ich halte mit dem Bauchnabel fest. So. Dann werden wir das ganz locker und easy peasy stecken. Von Peter Kotschkitz fand ich auch ein Video, sagst du, oder? Ja, genau. Vor einem Jahr. Also Im Dezember circa war das. Das könnte im Januar 2020 gepostet worden sein. Ja, genau. Also alle, die Julia noch mal sehen wollen, können mal gucken, welches dieser Januar 2020 anfängt. Da finden wir die hübsche Julia für einen Innercoach. Da war ich noch ohne Maske so. Ganz genau. Was ich jetzt leider nicht mehr ermöglichen kann momentan. Bin mal gespannt, wie viele Videos noch mit Maske kommen du. Wahrscheinlich noch hunderte nächstes Jahr irgendwie. Wie fühlt sich vom Kreislauf? Gut. Also ich hätte irgendwie doch, dass es mehr wird. Super, das ist doch positiv, oder? Das soll ja ein positives Gefühl sein, kein negatives. Du darfst dir den Maxi im Spiegel mal anschauen. Okay. Oh, voll schön. Ja, und für alle Männer, wenn ihr euch ein Spuse-Telefon kauft, dann kommt die Julia raus und steht das an, oder? So, Julia, gefällt es dir? Ja. Ich finde es echt schön. Darf ich noch mal kurz? Mhm. Ja, es geht dir richtig gut. Einfach, ich muss sagen, die Barbie-Bilder sind eh immer schön, aber ja, sieht einfach schön aus. Es macht einfach Spaß anzuschauen. Ja. Wenn man das sieht und keins hat, glaube ich, kriegt man richtig Lust auf den Barbie-Bilder. Also ich jetzt nicht, aber mein Mädchen auch nicht, ja? Ja, bei mir war es auch. Also auch Rennen von mir war ins Kopf. Und ich habe gesagt, wow. Und sie hat gesagt, jo, du brauchst das, dir würde das so gut passen. Und also ich finde generell, würde ich sagen, meine Meinung, ich finde ein Bauchnabelpiercing ist für eine Frau so eine Grundausstattung, genauso wie Ohrläppchen. Ich finde, das ist so bei einer Frau einfach mittlerweile einfach schön. Ich finde es ohne Bauchnabelpiercing fehlt irgendwas mittlerweile. Auch wenn es jeder hat, ja. Aber Schuhe und Uhr und Dinge hat auch jeder dran, ne? Und weiß nicht, bei der Leiterstelle. Aber ich finde ein Bauchnabelpiercing ist einfach was Schönes. Das gehört dazu. Ja. Das steht jeder Frau gut. Das kann man nicht falsch machen. Also genau, das kann sich nicht falsch machen. Genau, immer gut aus. Es gibt Männer, die tragen das, aber das ist sehr, sehr, sehr speziell. Ich würde sagen, da kann man was falsch machen als Mann. Das ist halt ungefroren. Ja, etwas, aber es gibt, ich habe auch Typen, die jetzt nicht gut stehen, aber das sind wirklich ganz eigene Typen. Es gibt ein paar Videos auch, wo man sagt, okay, aber für mich ein Bauchnabelpiercing lieber nicht. So, ich nehme gleich mal die Pflege nochmal kurz, wie es geht. Wichtig ist mir, Hände waschen, Hände desinfizieren als erstes. Kennst du unser Max Golden Hands schon? Das kennt ihr noch, ne? Ein Spritz, hat das übrigens noch drin. Bereit mal. Und riech mal. Das ist gut. Das ist ein Desinfektionsmittel. Das ist ein Desinfektionsmittel. Normalerweise riechen die Uhr ekelhaft. Wir haben lange darum gemacht, ja, dass das so ist. Also es ist Rosenöl drin, 30% Alkohol, Provitamin mit 5, Vanille, ein bisschen Minzaroma, Orange, Lurin, Zitrus. Das ist sehr, sehr schön. Ja, also das ist echt wie ein Rauchspray eigentlich. Ja. Erster Schritt, also Hände waschen und desinfizieren. Wenn du das gemacht hast, nimmst du bitte nach Cordelin Spray. Cordelin Spray sprühst du auf den Bauch und Mund unten drauf. Ja. Lässt es einwirken, 30 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht mit dem Spray. Putzt es oben und unten sauber. Okay. Dann nehmen wir einen Tropfen Cordelin-Gel. Ja, Cordelin-Gel, Tröpfchen nehmen, einschmieren, oben und unten den Bauchnabel. Und das bisschen hoch und runter bewegen. Und du bist fertig. Okay. Also, sprühen, Küchenrolle putzen, Gel drauf tun, bewegen, fertig. 3 Wochen bitte 2-mal am Tag. Dann 3 Wochen 1-mal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Okay.
In 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zu wechseln und kontrollieren und tauschen uns ein bisschen aus. Okay. Ich sage, wenn Lockdown oder irgendwas ist, dann kommst du einfach in 8 Wochen und erzählst, was drin ist. Das ist nicht so dran. Okay. Du weißt, Dampfbad, so eine halbe Sauna schwimmen gehen ist 3 Wochen nicht erlaubt. Haare waschen, duschen, Sport ist ab morgen erlaubt. Und Eierkerl macht es wenig. Weil du selber ist okay, daheim mit dir nicht, weil die Farbe ist ja nicht erlaubt. Stehst du auf den Bauch, eine Julia? Wie bitte? Stehst du auf den Bauch? Ja, manchmal. Also Bauchschläfer kriegen meistens ein leichtes Piercing. Okay. Und die Heilung dauert doch nochmal 2 Wochen länger. Also ja. Nicht Bauchschläfer. Schau es dir einfach an. Ja, muss ich mal abgewöhnen. Nein, kannst du nicht. Gut. Noch Fragen? Na, das war die Julia. Danke fürs Video wieder. Danke fürs Piercing lassen. Hat mich gefreut. Sehr gerne. Dann gesund, auf dich auf. Und jetzt bitte nicht Bauchschläfer, dann laden wir eh drüber. Dann darfst du dich nicht anziehen. Wir sind weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Ciao.